Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part von Minecraft Sky Factory 2. Ja, ich hatte gerade die Aufnahme schon gestartet, als ich wieder merkte, Moment, dein Mikrofon ist mal wieder nicht aktiviert. Aber was habe ich gemacht? Ich bin von da vorne hier rüber gelaufen. Das war's. So, ich bin am gucken noch wegen. Ja, wir wollen ja die Upgrades machen. So, wir können auch theoretisch die Redstone Alloy nehmen. Dafür muss ich aber gerade mal gucken. Was war denn die Vibrant Alloys? Aber ich meine, was soll's? Wir haben ein paar. Daraus können wir Nuggets machen. Haben wir hier noch Nuggets von Vibrant Alloy? Nein. Aber wir hatten hier noch die ganze Zeit zwei Erde drin. Okay, so. Diamanten brauchen wir, ne? Da haben wir fast einen ganzen Stack von. So, dann wollen wir mal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall auch ein paar Speed-Upgrades. Dann würde ich sagen, benutzen wir die hier jetzt mal für die Speed-Upgrades. So, 7 an der Zahl. 7 mal 2 sind 14. Oder ging da bei den Speed-Upgrades nicht? Ah, ne, da bräuchte ich Dark Steel Balls dann für. Okay. Okay, dann. Bumm. Alles klar. Dann können wir die restlichen hier wieder zusammencraften. Also einen zumindest. So. Haben schon mal 14 weitere Fortune Upgrades. Und jetzt kommt der teure Part. Das ganze Ingwer. Machen wir mal noch ein paar. Was wir übrig haben, kann man theoretisch ja zurückcraften. So. Wie viel machen wir Speed Upgrades? Ja, kommt. So, 32 Speed Upgrades. Und jetzt haben, ja, das sind doch schon mal ein paar Upgrades, oder? 32 und 40. Und ich glaube, ach ja, wir mussten ja unsere Energieversorgung wieder aufleben lassen. Wie sieht's aus? Ja, hier steigt an. Hier ist auch okay. Okidokili. Das heißt, wir wollen jetzt erstmal hier ein bisschen upgraden, speedtechnisch. Ich denke mal 4 jetzt gerade erstmal pro. Ja, ich glaube 4 macht sich noch gar nicht so bemerkbar, ne, im Endeffekt. So, wie viel brauchen wir? 6 Stück. Das heißt, wir packen die nochmal gerade zusammen. Das geht nicht auf. Egal wie ich es drehe und wende, das geht nicht auf. Gut, dann packen wir mal hier die Dreier rein und die Zweier hinten. Dann dürfte doch, das geht ja auf, weil da war ja sowieso mehr drin. Da waren ja 5 pro. Ja, da waren 5 schon immer drin. So, und jetzt die Fortune Upgrade 2020. Und jetzt dürfen wir mal out of power gehen. Oh ja, aber ganz rapide. Hohoho. Yep. Alle bis zum Anschlag.
Die hier wahrscheinlich jetzt auch. Das heißt, wir brauchen jetzt ganz schnell die Upgrades dafür. So. Okay. Aber wir haben schon mal ein paar Upgrades. So. Wir brauchen... Bin ich jetzt blind? Ach ne, die heißen ja gar nicht Upgrades. So, Thermal Expansion. Dann brauchen wir Lead, genau. LED brauchen wir. Brauchten wir mehr. Aber was haben wir denn jetzt hier noch? Stimmt, wir hatten ja letztes Mal extra noch LED gemacht. So, wir brauchen für dreimal LED. So, das heißt schon mal 12. Dann für die nächste brauchen wir nochmal 2. Ja, 18. Okay. So, dann brauchen wir 2x Electrum. Packen wir mal gerade erstmal alles, was wir sonst am Barren und so haben, gerade wieder hier rein, damit wir nicht durcheinander kommen. So, 2x Electrum. So, da waren wir ja hierbei, ne? Genau, 2x Electrum. Ah ne, dann brauchen wir 6 Electrum insgesamt. Ich muss ja immer 3x rechnen. So, und die hier. Copper. Copper, Copper, Copper. Haben wir zu wenig. Kupfer haben wir zu wenig. So, bupp. Mal her. 27, 24 ist eine 8er Zahl, oder? 9er müsste ich ja berechnen. 9, 18, 27, ups. Gut. Habe ich irgendwas, was sich mit Kupfer verbindet? Ich weiß es gerade gar nicht. Was haben wir hier? Das ist empty. Ach ja, stimmt ja, never... Active habe ich ja hier gesagt. Ach ja, stimmt ja, da war ja was. Wir wollten das ja auch leer machen hier. Na gut. Never active. Mach du mal. So. Machen wir. Nein, das war falsch. Ich wollte doch kein Eisen jetzt machen. Ich wollte doch alles andere jetzt erstmal da rausholen. So, Kupfer kann trotzdem. Oder? Ne, da könnte... Ah ne, da ist Tin drin. Da müsste ein Bronze geben, oder? Das wäre auch blöd. Das heißt, wir holen jetzt wirklich erstmal alles raus. So. In der Zeit macht ihr wieder das Umgekehrte. Pumpt wieder rein. Jetzt fängt er wieder an mit Eisen. So, machen wir erstmal da weiter. So, Silber brauchen wir nachher eh noch. Das ist Ingwer, ne? Ja. So, hier haben wir noch ein bisschen Electrum. So. Wie viele Barren haben wir denn jetzt noch? Okay, wir brauchen noch genau einen. Das heißt, jetzt können wir dann eben hier ausleeren lassen. Insert.
Das. Ah ne, das Silber brauchen wir ja gleich. So, Kupfer. Bumm. Das dürfte Kupferbarren geben. Und Out of Power war ja so logisch. Muhaha. Naja, das Problem dürften wir ja in den Griff kriegen, sobald wir ja die Argumente haben. Die Einstellungen. Aber was brauchen wir für... So, hier war ja nur Kupfer für... Hier war Kupfer und Silber, ne? Ja, genau. Dann haben wir schon mal 6 Silberbarren für Tier 2. Und wir brauchen 18 Kupfer. So, dann brauchen wir Glowstone. Wir brauchen Redstone. Komm mal her. Haben wir hier noch Silber drin? Jo, okay. Da brauchen wir nämlich auch nochmal dementsprechend eine Masse. So, Kupfer. Boom. Alles klar. Das dürfte eigentlich ausreichend sein. So, Tier 1. LED. So, Redstone. Aha. Ja. Ich weiß auch, was ich wieder vergessen habe. Moment. 2, 3. 1, 2, 3. So, und das Ganze halbieren wir jetzt nochmal. So, zack. Sind die eigentlich stackbar? Ja. So, 12 Stück brauchen wir insgesamt. Oh, das war ein zu viel. Naja. So. So. Bumm. Das sind 3 davon. Dum. Hab ich mich jetzt hier irgendwie vertan? Ah, nee, okay. So, das sind die. Alles klar. So, die nächsten sind aus Kupfer. Mit Redstone. Boom, okay. Und dann Kupfer und Silber. Und Glowstone. Ha, genau. Und der Rest ist übrig. GG, wir haben unsere... Das ging doch relativ fix. Dim. Ja komm, du kannst auch erstmal da rein. Ihr könnt wieder hier oben rein. Ins sozusagen Zwischenlager. So. Eins. Zwei. So, 320. So, das dürfte doch eigentlich ausreichen, oder? So, wir haben jetzt hier 6x 320. Ach du Scheiße, ich und Mathe jetzt gerade. 6x 3 sind 18. Ja, knapp 2000 RF. Aha, okay. Okay. 534 brauchst du derzeit. Aua. Das heißt 1000. Und die brauchen jeweils 100. Ja, aber wir dürften jetzt erstmal wieder eine Weile gut sein. Na, wer dreht runter? Okay, die unteren hier drehen runter. So, Lava. Schaut gut aus soweit. Alles klar. Dann würde ich sagen, haben wir das doch erfolgreich hinter uns gebracht. Wir haben einige Upgrades installiert. Irgendwann kommen auch noch die Speed-Upgrades.
Aber wir haben vor allen Dingen schon mal Fortune-Upgrades. So, was gibt's jetzt noch zu tun? So, wir haben hier zwei Varianten. Also brauchen wir eigentlich noch für die dritte Variante. Aber dafür hatten wir nicht genug Holz vor beim letzten Mal gehabt. Aber Holz ist ja jetzt, denke ich mal, nicht mehr so das Problem, wenn wir es dann hier hätten. So, was ist hier jetzt noch drin? Ah, hier ist es ja. Oh mein Gott. Hier ist ja noch jede Menge Crap drin. So, erstmal alles hier rausholen. So, hier kann erstmal das noch mit rein. Dann gucken wir mal. Blaze Powder. Wir haben hier noch ein bisschen Redstone. Gerade erstmal ein bisschen Ordnung hier schaffen. So, zack. Nein, da ist nichts von dir drin. Uhuhu. Platzmangel mal wieder. Ach so, hier ist die Water Drum drin, okay. Gut, du kannst hier rein, du kannst hier rein. Die Diamanten können wir in die Barrel gleich wieder packen. Das kann hier rein, das kann hier rein. Die Sticks können hier rein. Ne, die Sticks muss ich mitnehmen, weil die brauche ich da hinten. Da die paar Slabs können hier rein. Das Glas kann erstmal hier rein. Buckets wollte ich ja nur noch drei dabei haben. So, wie sieht's jetzt aus? So, den Rest nehmen wir mit. So, das brauchen wir hier unten drin. Ja, ich würde sagen, das sollte funktionieren so. So. Okay. So, dann können wir nämlich jetzt hier wieder. Oh, hier haben wir noch die Grinding. Das Grinding-Ding. Aber das können wir erstmal hier reinpacken. Die holen wir mal hier raus, weil haben wir da in der Kiste ein bisschen mehr Platz. Und da wir hier ja eh am durcharbeiten sind, die Kohle, was wir jetzt auch aufhören können. Erstmal. So, okay. Jetzt haben wir doch wieder ein bisschen Ordnung. So, jetzt können wir hier aber noch einen. Oh. Wir haben eine Menge Hunger scheinbar hier beim Rumrennen. Ja, kommt, dann machen wir mal eben noch einen Hopper. Haben wir noch irgendwo eine leere Kiste? Nö. Das heißt, wir brauchen eine neue Kiste. Bumm, alles klar. Das sollte funktionieren. Bumm, alles klar. Okay. Was sagt denn unsere Monsterfarm? Ein paar Lootbags. Kurz austauschen. Okay, die können wir löschen. Die kann man einschmelzen. Dum, 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 dum. Oh, zwei Vibrant Alloys haben wir hier wieder drin. Die Kohle können wir da hinten reinpacken. So, alles klar. Ah, nee, gar nicht. Ich muss ja noch. Ah. Hilfe, ich habe eigentlich noch so viel nebenher zu tun. Also will ich tun, dass ich. Stein. Wir brauchen. Ja, wie machen wir das am sinnfreisten? Gerade erstmal nicht. So, ich möchte nämlich jetzt auch mal da hinten zumindest die Erde fertig platzieren schon mal. Werden wir zwar auch nicht mehr schaffen, vor allen Dingen, da ich gerade sehe, wir haben schon wieder 20 Minuten rum. Grrr. Schlimm.
wenn man so viel im Kopf hat und ja, ne? So. Oh, ich habe die Diamanten immer noch bei mir. Okay. Noch zwei. So. Ja, okay. Wie viel Erde haben wir? 36. Da ist unser Crafting Table. Dann machen wir das noch jetzt am Ende des Parts. Upp, das sind nämlich nochmal ein ganzer Stack Erde. Drücken schon mal F7. Alles klar. Ist hier nicht mehr viel. So, ihr Lieben, gut, dann hoffe ich, Entschuldigung, dass euch der Part gefallen hat. Wir haben da hinten noch ein bisschen was geschafft. Hier haben wir immerhin einen Stack Erde verbraten können. Und ja, dann hoffe ich, dass ihr auch im nächsten Part von Minecraft Sky Factory 2 wieder einschaltet. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.